Hoi, ik ben Nils. En ik ben Sarah. En we maken de Leer bij de Dotik KES als Chemie- en Pharmatechnologen. Komen we toch met? Ich schaffe an meinem Arbeitsplatz mit Produktionsmitarbeitern, wie aber auch mit lernenden Chemie- und Pharmapraktikern zusammen. Sie bekommen die Möglichkeit, das EFZ nach der Lehre anzusenken. Ich habe schon mehrere überbetriebliche Kurse besucht und habe in diverse Abteilungen gearbeitet. Wie zum Beispiel im Labor und im Lager. Als Chemie- und Pharmatechnologe kommen die verschiedensten Herausforderungen auf dich zu. Ab und zu ist man in der Anlage ein Produkt am Herstellen, in den Proberäumen Proben holen oder ist mit dem Stapler unterwegs. Ich habe mich für den Beruf entschieden als Chemie- und Pharmatechnologe, weil mir die Teamarbeit in Dotik sehr gefallen hat, weil sich in diesem Beruf verschiedenste Berufsfelder ineinander vermischen und sie mit der Chemie verbinden. Cool bei uns ist der Lehrlingsausflug, die Kostenübernahme von Schulbüchern und Reisekosten. Speziell für uns CPTs werden alle Arbeitsmaterialien zur Verfügung gestellt. Ein Highlight des Jahres ist für mich der Stiftematch, wo alle Lehrlinge zusammenkommen und gegen die Ausbildner von Dotiken Fußball spielen. Hey, willst du auch mal spielen? Dann bewirb dich hier bei der Dotiken als Chemie- und Pharmatechnologe.